Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss ein bisschen hier aufpassen. Ich habe jetzt den Staubsaugerroboter ausgemacht, denn wir erwarten eine Lieferung von Flaschenpost. Wir haben uns die Getränke bestellt endlich, weil wir ja schon ewig und drei Tage immer wieder versuchen, aus Glasflaschen zu trinken und doch immer wieder auf Plastik zurückgreifen. Da seht ihr die beiden. Ich hatte nämlich gerade Smurfys Spielzeug sortiert. Der hat so viel kaputtes Spielzeug mittlerweile gehabt. Und Moment, ich schließe mal eben den Staubsauger an. So, also, ich zeige euch das. Der hat so viel. Der hat hier unter der Treppe hat er sein Plätzchen, da kann er zur Ruhe kommen, da darf ihn auch keiner stören, wenn er sich da hinlegt. Das finde ich ganz, ganz wichtig für Hunde, dass die einen Rückzugsort haben, wo die ihre Ruhe haben. Ne, Morli? Gerade wenn die Morli anfängt zu krabbeln später, dann braucht er halt seinen Platz, wo er zur Ruhe kommen kann. Und genau, und hier ist seine Tüte, wo alles so drin ist, sein ganzes Spielzeug. Das habe ich jetzt mal ausgemistet und trotzdem ist die Tüte noch voll und hier liegt noch was rum. Ne, Molly? Hier so ein Horn, das knabbert er manchmal ganz gerne. Da haben wir auch schon Leckerchen reingemacht, um ihm das noch interessanter zu machen. Und das Ganze, was so richtig geschrümmelt ist, das habe ich jetzt einfach mal weggeschmissen. Ab und zu muss das auch mal sein. Genau, und jetzt wollte ich euch erzählen von der Flaschenpost. Die liefern das ja gratis ab einem bestimmten Bestellwert, ich glaube 25 Euro. Und wir haben uns halt Mineralwasser Medium bestellt. Zeige ich euch gleich alles. Aber eins, worauf ich mich besonders freue, ist Waldmeister-Dings. Waldmeister-Brause haben wir uns bestellt. Da freue ich mich drauf. Die mag ich nämlich sehr gerne. Und die habe ich ewig nicht gehabt. Waldmeister-Brause. Und ja, ich war schon total produktiv heute. Das zeige ich euch aber gleich. Es ist nämlich jetzt schon ein bisschen später, als ich sonst anfange zu vloggen. Und die Molly hat so super geschlafen heute. Ne, die ist gerade eben hast du geschlafen, dass ich richtig viel geschafft habe schon. Unglaublich. Ja, und jetzt muss ich hier, sehe ich gerade, mein Backofen ist vorgeheizt auf 240 Grad. Ich hole mal eben die Molly. Ich habe nämlich ein Brot vorbereitet. Achso, du versuchst nur wieder deinen Vierfüßlerstand, ne? Okay, ich habe nämlich ein Brot vorbereitet. Also ich habe mehrere Brote gebacken. Da ist eins drin. Und das hier kommt jetzt in den Backofen. Das ist ein neues Rezept, was ich heute zum ersten Mal ausprobiere. Von Chefkoch wieder ein Joghurt-Mischbrot mit Roggenmehl. Ich bin gespannt, wie es wird. Das einschneiden. Jetzt mache ich drei so. Genau, und das lasse ich jetzt erstmal eine Stunde und dann stelle ich es mal runter. Ich bin ganz gespannt. Ich war jetzt spazieren mit Smurfy und Livia, die ist eingeschlafen im Tragetuch. Voll lange nicht mehr passiert. Im Urlaub hat Bernd sie immer getragen. Deswegen ist es für mich jetzt so voll ungewohnt oder schön, eine Besonderheit, dass sie bei mir eingeschlafen ist. Jedenfalls hatte ich das Brot reingemacht, 45 Minuten gestellt. Habe vorher noch eine Alufolie drauf gemacht, damit es nicht anbrennt. Und bin gespannt, wie es aussieht. Ich öffne jetzt mit euch. Also der Ofen ist jetzt schon eine Viertelstunde aus oder so. Es riecht gut, aber es könnte auch sehr dunkel sein, das Brot. Oh oh, das sieht gut aus. Ja, Glück gehabt. Und das hat ja unten die Kerne. Ja, unten ist es sehr dunkel. Aber egal, dafür, dass ich lange unterwegs war, sieht es doch super aus. Jetzt gucken wir noch das Toastbrot. Das braucht noch ein bisschen. 36 Minuten dauert das noch. Oh oh, oh oh, das ist übergelaufen. Das riecht so verbrannt. Eieieiei, warum macht er das denn?
Oh, Leute. Kacke. Schande. Ja, ich muss es jetzt weiter backen lassen. Muss ich gucken, wie das wird. Ah, das hat er schon mal gemacht. Ich weiß nicht warum. Da habe ich eine Zeit lang habe ich das Programm anders gemacht. Da habe ich es manuell gehen lassen und dann halt hinterher nochmal gemixt und dann gebacken. Hm, Mist, das ärgert mich jetzt aber. Ja, nutzt nichts. So, ich mache jetzt die Spülmaschine auf. Dann kann die abdunsten. Die ist sauber. Und hier habe ich schon Reste Essen rausgestellt für gleich. Wir haben Kartoffeln. Daraus mache ich den Bernd Bratkartoffeln. Calvino ist nicht da. Dann haben wir noch Voodoo-Eintopf-Reste. Die gibt es dazu. Und ich habe hier meinen Reis mit Nudeln. So. Und für Livia ist Voodoo-Eintopf ohne Gewürze. Die kriegt das auch ein bisschen zum Mümmeln. Die kriegt dann beides, Kartoffeln und Reis dazu. So, dann wollte ich ja heute noch mit euch das Paket zusammen auspacken, was die liebe Jessica mir geschickt hat. Und ich hole das mal eben. Da ist es. Bin ganz gespannt. Ich habe einmal gestern reingelegt. So, dann schauen wir mal, was es ist. Eine Mickey Mouse Leggings. Cool, ich mag Mickey Mouse voll gerne. Und das ist mal was anderes, nicht so dieses typisch rosa, ne? Die ist halt, seht ihr ja, ne? Schwarz. Und hat halt, oder dunkelgrau und hat schwarze Mickey-Mäuse drauf. Die ist ja cool. Größe 86. Die kann sie jetzt bald schon anziehen im Herbst. Ach, und ich glaube, das ist der passende Pullover dazu. Bestimmt. Ich schau mal die Größe. Steht nicht. Aber ich glaube, oder? Was meint ihr? Das ist bestimmt das passende Oberteil dafür. Oder an der Seite hier. Ja, 86. Ja, das sieht schon richtig süß aus, wenn sie das anhat zusammen. Vielen Dank, Jessica. Mega. Noch mehr Mickey Mouse. Da guckt jemand meine Videos, glaube ich. Du weißt, was mir gefällt. Schön. Vielen, vielen Dank. 86,92. Mit Glitzer. Toll, eine Karte? Nein. Ach, das hat sie reingemacht. Wenn das man nicht reingucken kann. Vielleicht ist unten eine Karte drin noch. Ach, noch so ein Jogginganzug, auch mit Mickey Mouse. Wahnsinn. Da ist ein Namensschild drin. Ist das dein Nachname? Nee. Schön, aber ich sehe die Größe nicht, glaube ich. Doch, 92. Mickey Mouse und Pluto. Und dann noch der passende Pullover wieder dazu. Mega. Oh, eine Mini-Maus mit Mauseohren und Schleife Kapuze, so eine Sweatshirt-Jacke in Größe 86. Richtig cool, danke schön. Schön. Und nochmal ein Pullover. Auch Größe 86. Also alles, was sie jetzt so im Herbst, Winter ungefähr anziehen kann. Und noch ein Oberteil oder ein Kleidchen ist es sogar. Und auch Minimaus. Vielen, vielen Dank. Mega, auch 86. Toll. Da kann sie uns schön eine Strumpfhose zu anziehen oder eine Leggings im Winter. Toll. Vielen, vielen Dank, liebe Jessica. Richtig schöne Sachen. Habe ich mich sehr gefreut. Dankeschön. Unsere Flaschenpostlieferung ist ja gekommen. Und wir haben uns viermal Medium Mineralwasser bestellt, vier Kästen. Dann haben wir einmal diesen Sprudel hier mit Zitrone bestellt. Ich weiß nicht, die einen oder anderen kennen das vielleicht noch. Ich kenne das von früher, bei meiner Oma, da gab es immer Sprudel. Und ja, das erinnert mich total an früher, deswegen eine Kiste davon. Und eine Kiste haben wir, wie heißt es, Waldmeister bestellt. Waldmeister Brause und beide, also das Zitrone und das Waldmeister, verdünne ich noch mit Mineralwasser, weil mir das sonst zu süß ist.
Ich konnte es nicht abwarten und habe dieses Zitronenwasser direkt probiert. Und das ist nicht Sprudel, so wie ich es meine. So, was ich meine, ist so ähnlich wie Sprite. Das ist einfach Wasser mit Zitronenaroma. Das ist halt total, ja, Fokus, sehr sauer und nicht so wie Sprite. Es ist trotzdem lecker, aber es ist komplett was anderes, was ich haben wollte. Aber ich trinke es trotzdem. Wir haben gegessen. Das war sehr lecker. Meine Nase läuft. Nach Spanien. Die Smurfy putzt jetzt. Ja, dein Witz fing noch so an. Wohin? Ja, mein Witz war lustig. Genau, ich habe das Brot probiert. Das schmeckt sehr lecker, aber sehr lecker, aber die Kruste ist sehr, sehr krustig. Und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee hier für uns. Nicht mehr. Ja, weil du Kamera in der Hand hast. Sagst immer. Vorführeffekt. Wenn dann böse was dafür haben. iPhone 13. Sie spielt ein bisschen mit ihren Steinchen jetzt. Wenn sie aufkriegt. Muss sie erstmal aufkriegen, ihre Dose. Die Dose geht nicht auf. Oh nein. Hi. Zeig nochmal, was du gerade gemacht hast. Ja. 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 Oh, das klasse. Geht dich gar nichts an. Molly, Kuckuck. Die ist müde. Geht. Die hat aber gerade beim. Ja, du auch. Aber du bist auch wirklich müde. Ich bin immer müde. Ihr macht mich müde. Erzähl mal von deinem enttäuschenden Wasser. Habe ich schon erzählt. Was denn erzählt? Dass ich das. Dass das Lemon ist. Lemon und du wolltest Zitrone. Nein, das ist ja Zitrone, aber halt, das ist nicht wie Sprite, das ist halt einfach Zitronenwasser, das habe ich schon erzählt. Ja, wir trinken jetzt einen Kaffee, aber der Waldmeister, der schmeckt mega. Den haben wir schon probiert. Amazon hat zugestellt. Natürlich immer, wenn wir nicht da sind. Jetzt gucke ich gerade, wo sie zugestellt haben. Ja. Kriegst du wieder, dann gibt es manchmal so tolle Fotos. Wenigstens haben sie es mittlerweile geschissen bekommen, ja, den Nachbarn zu geben und nicht einfach vor die Tür zu legen. Ja, das war auch schon oft. Also bei uns am Laden legen die es einfach vor die Tür und dann kann es auch jemand mitnehmen. Ja. Das werden die Mäuschen fallen, die Leben fallen sein. Ja, genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir hatten bei uns im Lager Mäuse, die haben etwas gewütet. Also wir hatten halt sehr viel Mausekot überall, ne? Ja, wir haben ein paar Packungen Nudeln da liegen gehabt noch, die haben sie halt dann weggesnackt. Genau, und eine Packung Reis, ne? Und zweimal passierte Tomaten haben sie angeknabbert. Ja. Und eine Packung Mehl haben sie dann zum eingelaufen und dann weggelaufen. Das, genau. Den tap, 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 tap. Das war aber unsere Schuld, weil ja, nicht richtig eingepackt halt, ne? Jetzt gibt es halt Lebendfallen für die Mausis. Dann setzt du sie vor der Tür wieder aus. Ja, weil ich so klug bin. Weil die Nachbarn ganz sauer. Ja, und wir haben so große Eimer. Sie hat gute Laune. Ja, was machst du? Genau, von dem Griechen unseres Vertrauens. Die haben ja sowieso immer so Tzatziki und so alles in Eimern. Und Kebab. Und diese Eimer, die sind ja. Lebensmittelrecht. Genau. Und deswegen nehmen wir die und packen dann alles Mögliche da rein. Wir haben uns ja auch unsere ungesunden Weizennudeln mit Mononatriumglutamat geholt. Wurde mir gerade in den Kommentare geschrieben, ja, dass in den Weizennudeln deswegen Geschmacksverstärker. Ja, und die kommen dann in den Eimer. Und dann kommen die Mäuse da nicht mehr dran. So, jetzt ist das fertig gebacken und man sieht, dass es hier oben noch fast, ja, roh, würde ich sagen, weil halt die Wärme gar nicht richtig durchkam von unten. Ich werde das jetzt erstmal hier versuchen rauszuholen und gucken, ja, wie ich es retten kann. Das ärgert mich richtig.
Kleine schläft auf dem Sofa. Wenn man den Korb zu fassen kriegt, dann geht's. Tada! Das ist doof, oder? Danke. Richtig doof. Da ist es runtergelaufen und so angebrannt. Aber es ist ehrlich gesagt nicht so schlimm, wie ich jetzt gedacht hatte. Das geht eigentlich noch. Das kann man alles gut sauber machen und das Brot kann ich trotzdem nehmen. Das ist kein Problem. Ich mag das gerne, wenn das so halb gebacken ist. Und ja, ich hole es mal raus und bearbeite es mal weiter. Ja, so sieht's aus. Ist doch okay. Wie gesagt, das obere esse ich, weil ich esse das total gerne, wenn das nur so half-baked ist, sag ich mal. Und das Loch hier ist nicht so schlimm. Wir essen es trotzdem. Man muss mit Humor nehmen. Dafür ist das hier wunderschön geworden. Und es schmeckt auch. Ich habe ja schon in der Ecke probiert. Ich zeige euch mal das Rezept. Backen möchtet. Ich habe es halt einfach alle Zutaten... Nee, sorry. Das ist das gar nicht. Entschuldigung. Was ist das? Ich habe es auf jeden Fall mit Joghurt gemacht. Nein, auch nicht. Oh Mann. Mama Mia. Welches war das denn? Möhrenbrot, Maisbrot. Was ist das? Das war das, genau. Ich habe halt alle Zutaten. So, alle Zutaten habe ich in den Brotbackautomat gegeben, habe es mischen lassen. Außer Brotgewürz hatte ich nicht, genau. Habe es mischen lassen, dann habe ich es nochmal von Hand durchgeknetet, zweimal gehen lassen. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt, ich habe es einfach irgendwie gemacht und dann habe ich es gebacken. ich habe es einfach irgendwie gebacken. Ich habe es auf 240 Grad vorgeheizt im Backofen, eine halbe Stunde. Und dann habe ich den auf 200 Grad runter und nochmal 45 Minuten backen lassen. Genau. Und das Ganze habe ich mit einem Gärkörbchen gemacht. Also man holt das aus dem Gärkörbchen raus vorm Backen. Dadurch erhält das diese schöne Maserung. Und so ein Gärkörbchen, das habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Das ist dieses hier, das kostet 10 Euro oder so, werde ich euch verlinken, wenn ich dran denke, wenn ich nicht wieder vergesse. Ansonsten einfach mal Gärkörbchen eingeben bei Amazon oder überhaupt im Internet. Und ja, sehr zu empfehlen. Kann man da haben. Aber wir backen ja auch oft einfach nur mit dem Brotbackautomat. Dann backe ich auch nicht mit Gärkörbchen, obwohl ich es schöner finde. Ich hole euch mal dazu. Wir waren ja gestern in der Metro einkaufen und ein paar Sachen hat Bernd ins Lager gebracht. Und ein paar Sachen kommen hier in unseren Vorratsschrank für den täglichen Bedarf. Und jetzt räume ich hier gerade wieder auf, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, wegen, ja, dass man mal so die Haltbarkeitsdaten durchgeht, alles, ne, und guckt, was man so hat. Weil oft ist es bei uns so, wenn man jetzt, ich sag mal, eine neue Margarine holt und dann packt man es, wenn man den Einkauf auslädt, dahin, wo es hinpasst. Und dann fällt einem auf, guck mal, wir haben ja noch viermal Margarine. Und deswegen finde ich das so unendlich wichtig. Und deswegen sortiere ich das jetzt mal hier so ein bisschen. Alles ein bisschen aufrücken. Hier diese Sahne werden wir in Zukunft nicht mehr so viel brauchen. Die vegane Sahne, weil wir weniger davon essen. Wir haben den so genommen für Bohnensalat mit Sahnesoße, mit Zucker und Essig und so. Aber ja, wir wollen uns ja gesünder ernähren und deswegen versuchen wir so ein bisschen auf Ersatzprodukte zu verzichten. Und sowas hier sauge ich dann jetzt mal weg. Dafür habe ich ja diesen tollen Sauger. So. Achtung. So. Und
die hier, ja, die haben wir eigentlich wirklich nur gekauft als Krisenvorsorge. Und ihr fragt immer alle, was für eine Krise, oder nicht alle, einige wissen das, einige machen auch Lagerhaltung. Ich wollte halt nur mal für die neuen Zuschauer sagen, Krise, selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe oder so heißt das, empfiehlt, mindestens einen Vorrat von 2 Wochen zu haben, dass man ohne Einkaufsmöglichkeiten 2 Wochen für die ganze Familie überleben kann. Auch Wasser, also wenn jetzt kein fließend Wasser besteht, dann müsstet ihr mal durchrechnen, wie viel das ist echt eine Menge, was man da braucht, wenn man überlegt, kochen braucht man Wasser. Wir brauchen, also für alles brauchst du Wasser, für Waschen, für Trinken und so. Deswegen, ja, einfach mal durchgehen. Man sollte so ein Radio haben, ohne Strom betrieben wird und so. Also, ja, macht euch da schlau, besser haben als brauchen. Die Susanne hat jetzt auch in die Kommentare heute in dieses Video Bunkern und Krisenvorsorge von gestern geschrieben, dass man ja jetzt gesehen hat bei der Corona-Krise, Zeit, wo halt Klopapier und so alles ausverkauft war, dass dann auf einmal Panikkäufe passieren und dann lassen die Menschen sich anstecken und alle kaufen dann Klopapier und dann ist es halt alle. Und deswegen kaufen wir in so Phasen wie jetzt. Jetzt ist ja alles ruhig. Wir haben jetzt gestern hier unsere ungesunden Nudeln geholt, wo viele geschimpft haben. Das ist halt erstmal, mach ich mal Fenster zu. So, das ist erstmal, wir mögen diese Nudeln, auch wenn sie ungesund sind. Das wissen wir. Wir mögen die nun mal lieber und die sind auch günstiger. Die haben jetzt für 5 Kilo haben wir da knapp 5 Euro bezahlt und das, ja, okay, es ist jetzt nicht nur wegen dem Preis, ne? Sind wir ehrlich, wir kaufen viele Ersatzprodukte, die sind auch schweineteuer. Wir mögen sie einfach lieber, auch wenn sie ungesund sind. Wir machen viele Abstriche bei uns in der Ernährung, wir essen kein Fleisch und so, aber Nudeln und Weißbrot und so, das essen wir halt einfach gerne. Obwohl wir wissen, dass es ungesund ist. Ich weiß, ihr meint das alle gut. Aber man muss uns da ja auch nicht beschimpfen in den Kommentaren. Das wollte ich mal gesagt haben. Muss ja jeder selber wissen am Ende. Genau, deswegen informiert euch für die Krise, was ihr da eventuell gebrauchen könnt. Schafft euch einen kleinen Vorrat an, sortiert den. Genau, das wollte ich euch nur als Tipp geben. Denn besser haben als brauchen. Bei mir gibt es jetzt einen kleinen Nachmittagssnack. Das sind Haferflocken, eine gematschte Banane, Wasser, ein Pfirsich habe ich klein geschnitten und ein paar Kokosraspeln sind da drin. Ja, das war alles. Hallo! Willst du auch hier hinkommen? Da ist sie, im HBR. Guckst du der Waschmaschine zu? Ja! Hi! Dann komm her. Hm? Möchtest du auch ein paar Haferflocken? Oder nicht so? Ja? Dann komm. Hallo. Ja, die Michaela hat euch ja schon erzählt, dass wir hier ein kleines Mäuseproblem haben. Und ich habe jetzt 3 Lebendfallen heute bekommen. Die aufgestellt. 2 waren schon gefüllt. Und jetzt gucken wir mal, was in der dritten aus. Und dann werde ich die gleich meine Felder aussetzen, die Mauseviecher, ich nehme euch da mal ein bisschen. Ja, ich habe zu früh aufgehört. Ich nehme euch da mal mit jetzt. Ja. Oh, in der dritten Falle ist nix. Die ist noch leer. Aber hier sind die Mäusekinder drin. Da ist die eine Maus. Nehmen wir gleich mit. Ich vermute mal, da ist nämlich ein kleines Loch hinter der Tür. Die da durchgekommen sind, da wird was draufgestellt. Die Tür sieht ja gleich aus, die kleinen Mäuschen. Piep, piep. So sind sie ja. Die verwüster Viecher. Kannst du den auch ruhig auf den Boden stellen, ne? Ja, ja, klar. Enkelin, Enkelin, kann ich? Na, passt was? Auf, nicht, dass die euch in den Arsch beißen, die Mäuse. Das war die erste, ne? Mhm. Gefährlich, passt auf.
mache jetzt hier offen. Renn weg. So, das ja, lauf. Jupp. Hast weg. Du gefilmt? Ja. Noch die Insta-Nudeln drin. Und warte. Insta-Nudeln. Oh, jetzt kommt die zweite. Jetzt ist es Bock. Bock, Bock. Hui! Sie ist unterm Auto. Ist sie weg, dann die Kita? Na, ja. Nein. Ist sie da? Ich hocke. Nee, sie ist abgehauen. Sicher? Oh. Okay. Wir chillen hier zusammen. Den Klangturm, den liebt sie so sehr. Also das, ich weiß nicht, für die, die das nicht kennen, ich zeig das gleich mal. Dann schmeißt man halt so die Murmeln oben rein und dann jede Farbe, also es macht dann halt so klung, 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 klung. Klung, 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 klung macht das, ne? Den mag sie so gerne. Der steht immer da auf dem Kamin. Und da sind noch andere Spielsachen. Und dann holen wir das immer hier hin, ne? Und dann mache ich das für sie. Aber sie mag das auch, wenn der liegt. Dann kann sie damit spielen. Ja. Wollen wir das einmal zeigen? Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Kommentare gelesen. Heute ist das Video online gekommen, wo wir gestern in der Metro waren und Krisenvorsorge betreiben, Großeinkauf gemacht haben. Und das leidige Thema, das habe ich euch ja heute schon mal hier in dem Video erzählt, die Nudeln. Alle beschäftigen sich mit den Nudeln, die wir essen. Das sind halt einfache Hartweizennudeln, die ja mega ungesund sind. Anscheinend. Also ja, dass das nicht. Natürlich ist mir bewusst, dass Vollkornnudeln gesünder sind oder Linsennudeln und so. Aber wir mögen halt gerne diese, das habe ich halt schon mal gesagt. Und jetzt wird in den Kommentaren diskutiert, warum die ungesund sind, warum nicht, warum man nicht Bio holt und doch Bio und keine Ahnung. Also es wird halt. Leute, es sind doch nur Nudeln. Das muss doch jeder selber wissen, sag mal, ne Molly? Das muss jeder selber wissen. Komm, wir zeigen das jetzt mal hier. Achtung, bereit? Okay, nochmal. Pass auf. Bist du bereit, Molly? Beobachtet sie unten noch, wenn die immer da ankommt. Ne? Nochmal. Opala. Oh, runtergefallen. Eine habe ich noch. Drei Stück sind dabei. Den mag sie richtig gerne, den Klangturm. Der ist von Goki oder wie die Firma heißt. Ja. Bald kannst du das auch selber machen, ne? Eine ist abgehauen. Da ist sie. Komm, krabbel. Oder Rob. Super, du schaffst es. Ja, ja, ja. Wow. Ja, da hast du sie. Geschafft.
toll. Du kannst robben, mein Schatz. Ja. Für alle, die sich Sorgen machen, genau, ich passe ganz genau auf, dass sie sich nicht die Murmel in den Mund steckt. Ne? Ja. Wie sie übt zu greifen. Ich finde das total spannend, ihr einfach zuzugucken, wie sie spielt. Könnt ihr stundenlang zuschauen. Aber ich will euch nicht damit langweilen. Ja, Livia, hier. Au, sie kneifen mich, junge Frau. Wer ist da kitzelig? Wer ist da kitzelig? Ja, da, da, genau da. Wer ist da? Dann sag du heute mal das Abschlusswort. Ja? Sagst du heute das Abschlusswort? Sag mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja? Und wir hoffen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!